Ja, hallo und herzlich willkommen zur Money in the Bank 2017 Preview. Money in the Bank findet ja am 18.06.2017 in St. Louis, Missouri, in der Heimatstadt von Randy Orton im Scott Trade Center. Und ja, findet ja am Sonntag statt auf dem WWE Network. Es ist mal wieder ein Smackdown-Pay-Per-View. Zum ersten Mal, dass Money in the Bank ein Smackdown-Pay-Per-View ist. Sonst war es ja immer ein gemeinsamer Pay-Per-View. Jetzt ist es ein Smackdown-Pay-Per-View, ein Brand-Pay-Per-View. Und an meiner Seite ist das Wrestlepedia, der ein 6¼-Sterne-Match gesehen hat. Mischa. Yo, guten Abend. Ja, freust du dich auf Money in the Bank oder willst du noch was vorher sagen? Ich möchte vorher noch den guten Meltzer ansprechen. Du hast ja in meiner Introduction so schön gesagt, von wegen 6¼ Sterne. Ja. Hat Meltzer im neuesten Observer vergeben, ist damit das höchst geratetste Match aller Zeiten, hat damit Kenny Omega gegen Dings abgelöst, gegen Okada, hat damit Misawa gegen, Kawada, ich weiß es nicht mehr genau, abgelöst und hat Flair gegen Steamboat abgelöst. Das waren ja alles in Anführungszeichen 6-Sterne-Matches, die Meltzer vergeben hat. Ich muss gerade mal nachgucken, wer war das nochmal? Misawa und Kawada, ja, doch, hat recht. Haha. Ja, wie gesagt, 6¼. Und ich habe schon viel, also auf Twitter eskaliert es mal wieder völlig, von wegen, 6¼. Und wenn das 6¼ war, da war John Cena gegen AJ Styles vom SummerSlam 7 Sterne. Und du bist so ein Depp, warum gibst du 6 Sterne? Und die Skala geht nur bis 5 und bla 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 bla. Das Rating-System ist kaputt. Genau, das habe ich auch Perkix unter irgendeinem Video gesehen, von wegen, ja, das sind 5 Sterne, weiter geht's nicht, Punkt. Sehe ich nicht so, weil ich finde einfach, das Rating-System gibt es schon seit, was weiß ich, seit wann er halt seine Observer da rausklatscht, also seit den 80ern mindestens, gibt er ja schon die Star-Ratings und Wrestling geht halt weiter. Und ein heutiges 5-Sterne-Match ist einfach schlicht und ergreifend besser wie ein damaliges 5-Sterne-Match, das muss man einfach so sagen. Also irgendwie ein, was weiß ich, also so ein Misawa gegen Kawada oder so fand ich jetzt zum Beispiel schlechter wie ein Omega gegen Okada. Und irgendwann werden halt 5-Sterne-Matches mal getoppt. Und deshalb finde ich es auch völlig legitim, dass auch mal die Skala gesprengt wird. Dass man jetzt sagt, es muss bei 5 Sternen bleiben, Punkt. Ja, weil, wie gesagt, Wrestling geht weiter. Die Matches werden halt immer besser. Solange wir jetzt nicht im Jahre 2030 irgendwie bei 10 Sternen angekommen sind oder so, ist es in Ordnung. Aber wenn man mal für wirklich ganz besondere Matches, wo man wirklich sagt, okay, das war schlicht und ergreifend wesentlich besser wie 5 Sterne, dass man da mal die Skala sprengt, ist absolut in Ordnung. Dass jetzt Leute sagen, okay, jetzt ist das wohl eine in Anführungszeichen neumodische Sache und das ist ein Witz, dass er jetzt die 6 Sterne rausklatscht, 2-mal und es ist halt einfach ein dummer Zufall. Es war jetzt einfach ein dummer Zufall, dass die 2 geilsten Matches aller Zeiten im selben Jahr stattfanden und dass er halt 2-mal in kürzester Zeit die Skala gesprengt hat. Das wird jetzt keine alltägliche Sache sein, dass er jetzt jede 3 Monate mal 6 Sterne verteilt, sondern das ist vollkommen okay, wenn er die Skala sprengt für Matches, die es einfach verdient haben. Und das haben Omega gegen Okada 2-mal geschafft und Punkt. Und zweitens ist es auch, das habe ich schon bei der Raw Review gesagt, einfach seine eigene fucking Meinung. Also da braucht man nicht drüber ausmarken oder so. Es ist einfach die Meinung von einem Fan. Klar ist Meltzer der höchststehende Fan, in Anführungszeichen, der höchststehende, außenstehende im Wrestling-Business, wenn man es so sagen kann. Aber im Endeffekt ist er doch nur ein Fan, der halt seine Berichte schreibt und seine Star-Ratings verteilt, so wie es jeder andere auch machen kann. Und niemand gibt einen Fuck auf die Star-Ratings, die ich gebe oder so. Ja, also warum bei Meltzer? Also von daher, es kann nur jedem scheißegal sein, was jeder für Star-Ratings gibt, ob jetzt einer 3,5 gibt oder einer 7 oder einer 5 oder einer 1 Stern, weil er es scheiße fand, weil es ihm zu lang ging oder so. Das ist alles vollkommen legitim. Es ist einfach eine fucking eigene Meinung. Genauso wie wenn ich jetzt sage, John Cena ist scheiße, weil ... wenn ich es gut begründen kann und es legitime Punkte sind, die ich beweisen kann, ist es völlig in Ordnung. Und der andere sagt halt, John Cena ist geil und kann es mir dann genauso gut begründen. Und alles geht in Ordnung. Also Leute im Internet haben noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert mit Meinungen akzeptieren. Aber gut, das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Naja, zumindest versucht man es hier auch zu integrieren, dass wir auch Meinungen akzeptieren. Gutes Wort dazu hat noch der gute Mischa 1704.
den sprechen wir sehr oft an, aber den muss man ja mal erwähnen. The people who bitch about Meltzer giving Omega vs. Okada 2 6¼ Sterne should really evaluate their lives. It's just one opinion. Ja. Übrigens, Twitter, 101 Follower habe ich jetzt. Oh, oh. Voll. Ich habe die 100 geknackt. Also irgendwie buggt das voll rum, Twitter, die Followeranzeige. Kann das sein? Keine Ahnung. Weil ich habe mal, wenn ich so gucke, da habe ich ab und zu mal 97. Dann kriege ich einen Follower dazu, der mir angezeigt wird. Und auf einmal habe ich dann 100, die mir angezeigt werden. Und dann habe ich auf einmal wieder nur 96. Und heute habe ich jetzt mal 101. Also keine Ahnung. Total wacky, diese Kommt Anzeige. Kommt dein 100-Follower-Special? Ja, ich tweete extrem viel jetzt. Ja. Nein, Spaß. Ich habe 164. Ja, dich habe ich bald, mein Freund. Wahrscheinlich. Und dann Äh, auch auf aber, YouTube. Ja, wahrscheinlich. Nee. Aber ja, erstmal danke dafür an alle, die mir so fleißig folgen. Finde ich sehr freundlich von euch, dass euch meine Scheiße, die ich rausposaune, interessiert. Ja. Bewegende Worte auf jeden Fall von dir. Ja, ich habe auch, als ich die 100 Follower gesehen habe, erstmal weinen müssen. Da hatte ich Tränen in den Augen. Das gute alte Sprichwort, was kein Mensch versteht, außer wir beide. Ja, das ist der Insider. Richtig, richtig. Den wird auch keiner verstehen. Nur wir beide. Ja, ich finde es interessant eigentlich, wer mir so folgt, wenn ich das so sehe, gerade, ich gehe die gerade mal durch. Also, mir folgt Wrestling Corner, mir folgt New Japan Europe, mir folgt Wrestling Point, mir folgt Christian Michael Jacobi, der Besitzer von WXW, und dann folgt mir irgendwelche Fake Nutten. Ja, das gibt's natürlich immer welche. Also absolut göttlich. So die Anzahl an Leuten, die mir folgt und vor allen Dingen, was für Leute mir folgen. Irgendwelche Fake-Accounts, dann irgendwelche legitimen Wrestling-Seiten, der Mitbesitzer von der WXW und dann folgt mir jemand, der heißt Sasha Banks oder die heißt Sasha Banks WWE. Aber gut, ist schon knackig. Die hat sogar 50.000 Follower, interessant. Ach, Y2J Chris folgt mir, sehe ich nebenbei noch. Ja gut, den kenn ich nicht. Und natürlich auch Micha, der folgt mir auch. Ganz wichtig. Ja, natürlich. Oh, einer hat sogar mein Logo drauf, ein Follower. Alles klar. Erstmal bei Twitter anschwärzen, dass der dir deine Sachen geklaut hat. Copyright und so, ja. Genau. Ich habe natürlich Patent aufgemeldet. 5.000 Euro. Wahrscheinlich. Direkt mal, nein. Ja. Der größte Erfolg auf Twitter ist aber für mich immer noch, dass Kenny Omega von mir was retweetet hat. Oh. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, irgendwie habe ich ihn mal gelobt und bin ihm ein bisschen in den Arsch gekrochen und dann hat er es retweetet. Das war ein schöner Moment. Ich weiß, dass der FC Bayern irgendwas mal von mir retweetet hat. Irgendwann mal. Ich weiß nicht, wann das war, aber irgendwann hat er mal retweetet. Fand ich auch mal cool. Das war bestimmt auch geil. Das ist schon cool, wenn. Das sind immer coole Momente. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, soweit ich weiß, folgt mir sogar der FC Bayern auf Google+, was mich auch wundert. Oh, und Matt Riddle hat meinen Tweet mal geliked, das war auch ein geiler Moment. Ach, ist toll. Twitter ist eine coole Sache. Ja, Twitter ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da kann man immer sehr, sehr schön diskutieren und da habe ich das Gefühl, da sind auch teilweise vernünftige Leute. Ah, hier ist es ja. Statt. Aber gut, ja, was du dazu sagen kannst, ja gut, wenn Meltzer 6¼ geben will, dann soll er es machen. Ich denke mal, er hat seine Gründe. Ich würde jetzt keine 6¼ geben, aber das ist halt meine Meinung. Gut, ich meine prinzipiell, hätte ich wahrscheinlich auch 6¼ gegeben. Weil, wie gesagt, ich habe dem ersten Match der beiden auch 6 Sterne gegeben. Und ich fand das auch besser. Also prinzipiell hätte ich wahrscheinlich auch 6¼ gegeben. Also von daher, wie gesagt, es ist vollkommen legitim, was der nette Herr da macht. Es ist seine Sache und ja. Immerhin hat er auch seine eigene Meinung, ich habe auch meine Meinung und wie gesagt, auf meinem Kanal versuche ich es ja immer wieder, oder ich betone das ja auch sehr, sehr oft, und weil es halt einfach, es ist einfach so, jeder hat seine Meinung und die soll man auch äußern. Und wenn die Meinung auch komplett gut begründet ist und weiter, dann kann man es auch ernst nehmen. Wenn einer meint, eine Meinung zu schreiben, aber mich dafür 3000 Beleidigungen reinhaut, kann ich es nicht einfach als Meinung sehen, sondern einfach als Beleidigung. Ja. Und ich sag mal so, ne? Im späteren Leben, wenn man im Berufsleben ist, ne, mit Beleidigung kommt man nicht viel weiter. Da kann man. Aber das sind wahrscheinlich die meisten Leute, die so einen Shit schreiben
und sich mit den Ratings von anderen befassen und die beleidigen, sind wahrscheinlich die Leute, die keine anderen Hobbys haben und wahrscheinlich irgendwie bei Mami im Basement leben oder so, keine Ahnung, vielleicht haben die Ja, dann gute alte Mutti-Leben, ne? haben dann so Aber. 13 Follower oder so. Ja, ich kann ja jetzt angeben mit 100, haha. Wenn ich mich beschwere, hat es wenigstens Sinn. Ich habe 100 Follower. Ich Nein, habe Spaß. 164. Haha, nein, Ja, da Spaß. macht es bei dir noch mehr Sinn, ja. Ja. Ja, Quatsch. Naja, gut, das sind halt Zahlen. Ich finde, natürlich freut man sich, dass so viele Leute einen folgen. Ist ja klar. Aber andererseits, ich keine Ahnung, ich gebe mir jetzt nicht drauf, dass ich jetzt der beste Mensch hier auf der Welt bin. Wenn ich überlege, dass manche Milliarden Follower haben, gefühlt. Ich Ja. fand die eine Antwort von Melzer göttlich. Da hat einer geschrieben hier, you made a mockery of your rating system, Dave. Also du hast dein Rating System quasi gesprengt oder du hast es wie ein Witz aussehen lassen. Und Dave Melzer schreibt nur so, nee, habe ich nicht gemacht. Okada hat das gemacht. Ja, geb wenigstens ihm die Anerkennung, die er verdient. Fand ich geil, die Antwort. So quasi echt, Ja, dass Okada einfach der beste Wrestler der Welt ist und ein 6-Sterne-Match hat. Womit er Quatsch. recht hat. Also ich habe natürlich die Nachricht gesehen, muss ich sagen, musste schon ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe. Dachte so, ja, ganz recht hat er auch, ne? Also ich muss sagen, ich habe mal jetzt auch mir eine Statistik aufgemacht, wie viele 5-Sterne-Matches in der WWE habe. Und es gibt tatsächlich ein einziges 6-Sterne-Match, was ich 6 Sterne gebe, weil es einfach für mich mehr war als 5 Sterne. Ist auch für mich das beste Match aller Zeiten, ist Taker gegen Michaels von 25. Das ist so ziemlich das einzigste 6-Sterne-Match, was ich wirklich 6 Sterne gebe. Ja, das hat ja eigentlich jeder. Also jeder hat ja so sein eines Lieblingsmatch, wo er sagt, okay, das ist das beste Match aller Zeiten, dem würde ich in Anführungszeichen die imaginären 6 Sterne geben. Das hat jeder. Und außerdem, man hat. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Match. Ich denke, irgendwann wird dieses Match auch mal getoppt werden, und glaube ich auch. Ja. Weil man einfach die Zeit mitgeht. Also ich sag mal. Und letztendlich gehe ich nach einem anderen Standard immer, ne? Also so ein 94er, wenn ich jetzt, keine Ahnung, AJ Styles gegen, oh, jetzt fällt mir's runter, AJ Styles gegen Shawn Michaels, wenn die jetzt wrestlen würden, ne? Wenn die jetzt so wrestlen würden, jetzt in ihrer aktuellen Form, mit ihrer besten Leistung 1994, würde es locker ein 5-Sterne-Match bringen, weil der Standard anders ist als jetzt heute. Oh ja, der schöne, der knackige 94er Michaels gegen den 2015er AJ Styles. Oh. Das 7,5 Sterne. 7,5 7 3 Viertel. Ja. Ja, irgendwann gibt es auch die 5 1 Viertel, 5 3 Viertel. Ja gut, mal gucken. Ich werde ja wahrscheinlich noch eine Weile Wrestling-Fan sein. Mal gucken, wie es 2030 dann aussieht, ob wir dann über das erste 8,5-Sterne-Match diskutieren oder so. Mal Ja, sehen. wir haben ja immerhin, zwar habe ich keine 6. Viertel gegeben, aber immerhin 5 Sterne. Über solche Matches, und ich habe natürlich auch in der letzten Folge, jetzt haben wir wieder ein bisschen über New Japan geredet, ein bisschen mehr, weniger auch über das Rating-System, weil wir auch, ich denke mal, das ist auch allgemein auch interessant, darüber auch mal zu sprechen. Klar, Dave Meltzer hat halt dieses Rating-System, was ja weltweit ja anerkannt wird, ne, also ich glaube, bei New Japan wurde ja auch sein Rating erwähnt, so wie ich das verstanden habe, also in der englischen Version, ich weiß nicht, ob es Japaner erwähnen, wahrscheinlich schon, aber ich Was denn? verstehe, das Rating von Meltzer. Das wurde ja Ich beim. glaube tatsächlich nicht, aber dass die amerikanischen Kommentatoren haben das Ja, die erwähnt. amerikanischen haben das auf jeden Fall erwähnt. Da weiß ich. Die japanischen können es meinetwegen erwähnen, aber die sind sowieso geil. Also, wenn die immer ausmachen, oh, die dann, ja, die, und ich verstehe einfach gar nichts. Aber trotzdem bringt das einfach geil rüber. Wie gesagt, es ist seine Meinung, und natürlich haben wir. Fällt uns gerade bei den Classic Reviews auch, dass wir teilweise die ähnlichen Meinungen haben, aber trotzdem haben wir auch mal unterschiedliche Ratings, und das ist doch völlig okay. Jeder hat seine Meinung. Schließlich sind wir alle Wrestling-Fans. Ja. Und von daher auch mal ganz interessant, darüber zu sprechen. Jetzt eine knappe Viertelstunde Das darüber. ist auch die Ja. Quintessenz daraus. Scheißegal, ob 6 Sterne, 5 Sterne, 4,5, 4,25, 4 Sterne, ist egal. Hauptsache, das Match hat einem Spaß gemacht und man fand das Match geil und man hat es genossen. Und darum geht es im Wrestling. Es geht nicht darum, irgendwelche 5-Sterne-Matches zu kriegen, sondern einfach Leute zu unterhalten und unterhalten zu werden. Genau, und ich sag mal, mich hat das Match unterhalten. Mir ist es zwar nicht mein Stil, das habe ich ja schon oft gesagt, und das will ich immer noch sagen, aber sonst habe ich es nicht bereut, das Match gesehen zu haben. Okay, bereuen, das wäre ein bisschen dumm gesagt von mir, aber war trotzdem cool, vor allem unterhalten, und die Stunde, sagen wir es mal so, will ich nicht zurückhaben. Dafür will ich zum Beispiel die Minuten, die ich bei diesem Teddybär-Segment da gesehen habe, zurückhaben.
Die auf jeden Fall. Ich möchte die 2,5 Stunden zurückhaben, also alles bis auf Samoa Joe und Brock Lesnar. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, auf jeden Fall mal interessant darüber mal zu sprechen, über das ganze Rating-System. Auf jeden Fall, in der letzten Ausgabe haben wir auch, da können wir auch mal kurz einen Klimmzug, damit wir das Thema komplett abgeschlossen haben, haben wir auch ein bisschen über ja, das New Japan-Match gesprochen. Und viele haben es auch gefallen, dass wir über dieses Match auch mal gesprochen haben. Und ich denke auch mal, wenn wir in Zukunft öfters mal sein sollten, wo ich das Match geguckt habe und er, und es soll richtig geil gewesen sein, dass wir es dann auch mal in der Ausgabe einfach mal besprechen. Ja, das mache ich jetzt auch, weil auf, weiß nicht, auf YouTube hat, glaube ich, auch einer mal geschrieben, von wegen, ey, redet doch mal über mehr Matches von außerhalb der WWE, und das mache ich ja. Habe ich ja seitdem mal gemacht, so immer in jeder Ausgabe mal wieder so ein paar Match-Empfehlungen rausgeschmissen oder so, und das werde ich auch beibehalten. Jo, ich denke auch, was blöd ist, also was wir auf jeden Fall nicht machen werden, also ich denke mal nicht, außer es sollte irgendwann mal der Tag kommen, wo ich mal eine komplette Show davon gesehen haben sollte, aber es ist meistens halt immer ein Match und für ein Match mache ich jetzt keine ganze Ausgabe. Wäre auch ein bisschen Blödsinn, weil du kannst was sagen, ich sag nur so, jo, okay. Ja, war gut halt. Jo, war gut, ne? Von daher denke ich mal, können wir immer wieder sowas einbauen, das wird ja nicht oft der Fall sein, das letzte Mal, dass wir jetzt intensiv über New Japan gesprochen haben, war ja nach dem Wrestle Kingdom, ne, Wrestle Ja, Kingdom nach Ten. Omega gegen Okada 1. Ja, nach Omega gegen Okada 1. Also den nächsten größeren New Japan Teil wird es dann nach Wrestle Kingdom 12 geben, so nach Omega gegen Okada 3. Ja. Fortsetzung folgt. Genau. Aber gut, jetzt würde ich mal sagen, sprechen wir nun über den Pay-Per-View. Und ja, Anfangsfrage habe ich ja gestellt, jetzt können wir die nochmal stellen. Freust du dich auf den Pay-Per-View? Ja, wie meistens meine Antwort ist, teilweise. Wir haben einfach das Money in the Bank Match, was halt super toll aussieht. Wir haben das erste Women's Money in the Bank Ladder Match, worauf ich mich freue. Interessiert mich mal, wie die das booken, was für Bumps die nehmen, etc. Ich denke mal, gut, dazu komme ich später. Aber auf jeden Fall, ich freue mich darauf. Das Tag Team Title Match sieht ganz knackig aus. Naomi gegen Lana bin ich gespannt drauf. Und dann haben wir das Event. Also kann man eigentlich zusammenfassen, ich freue mich größtenteils. Das einzige, worauf ich mich nicht freue, ist der Main Event. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass es nach einer ganz ordentlichen und guten Show aussieht. Das stimmt. Es kann auf jeden Fall gut sein. Das Potenzial, dass es ein guter Pay-Per-View sein wird, ist immer da. Frage ist natürlich, was wird es draus? Also ich habe eine kleine Vorfreude, weil Money in the Bank eigentlich meistens immer ein guter Pay-Per-View war. Also ich sag mal 2011 war es für mich Ja. das beste Non-WrestleMania Pay-Per-View aller Zeiten. Hast natürlich Bestbeispiel genannt. Ja, das habe ich auch zufälligerweise auch live gesehen. Das war schön. Da habe ich gedacht, oh, die WWE has changed. Aber gut, das ging relativ schnell flöten. Da kam schon John Cena. Auf jeden Fall, ja, gibt es wieder interessante Matches, auf die ich mich freue teilweise und auch gespannt bin, wie sie es aufziehen. Gerade bei den beiden Women's Matches bin ich mal gespannt, wie sie es aufziehen. Also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das kann gut, Potenzial zu einem guten Match kann es da sein, aber ob es passiert, ist die andere Frage. Und ich muss mal sagen, wir sprechen jetzt mal über die ganzen Matches. Und zwar als allererstes über das WWE SmackDown Tag Team Title Match zwischen den Usos, den Tag Team Champions Jimmy und Jey Uso gegen den New Day, bestehend aus Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods. Da möchte ich noch anmerken, bevor wir anfangen, ich habe die letzten 2 oder 3 Wochen kein SmackDown geguckt. Ich habe mir die Berichte durchgelesen, ich habe mir diese 2, 3 Minuten YouTube-Clips angeguckt von den Sachen, die mich gejuckt haben. Also prinzipiell von allem außer von Jinder Mahal. Und ja, also so ein bisschen was kann ich sagen, aber ich habe jetzt SmackDown nie ganz gesehen, wie du jetzt wahrscheinlich. Ja, yep, okay, das weiß ich. Ja, ich wollte es nur nochmal on air quasi hier sagen. Ja, deshalb kamen auch keine SmackDown Reviews. Genau. Also wie gesagt, fangen wir mit dem Tag Team Title Match an. New Day ist ja, glaube letzte Woche debütiert. Ich glaube vor zwei Quasi Wochen. diese Woche, oder? Also diese Woche kamen sie und letzte Woche. Ja, letzte Woche glaube ich kamen sie. Ja. Genau. Letzte Woche hatten sie, glaube ich, ein ganz simples Segment, und diese Woche hatten sie, glaube ich, sogar was mit den Fashion Files gemacht. Das war in der Tat sogar ein ganz cooles Segment, wo sie dann in den Raum gegangen sind und dann auf einmal schwarz-weiß waren und dann von wegen, oh, was habt ihr mit uns gemacht und bla bla bla, das war ganz cool. Und ja, keine Ahnung, warum die ein Tag Team Title Match haben. Muss ehrlich gesagt auch nicht. Weil sie halt back sind und weil sie halt recht over sind. Ja, und weil sie ein gutes Tag Team sind, okay.
Ja, und weil sie die einzigen sind, die noch so übrig sind. Und deshalb haben sie den Tag Team Title Match. Leider haben die haben es Breezango nicht auf die Card geschafft. Das hätte ich mir gewünscht, weil die einfach jede Woche mit so von dem, was ich sehe, das Highlight sind. Einfach die Fashion Files, ist einfach jede Woche ein geiles Segment. Wobei die jetzt auch wieder irgendwas aufbauen, weil da wurde ja diese Woche, glaube ich, Breeze oder so irgendwie attackiert, Backstage. Vielleicht gibt es ja irgendwie Pre-Show-mäßig da noch was, Also keine das Ahnung. Bild ist auf jeden Fall geil gewesen. Ja. Und ja, aber auf jeden Fall, ich freue mich auf das Match. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Usos gegen New Day. Ja, klar. 2015 gerade in der Zeit. Ja, genau. Und es waren eigentlich immer gute Matches und es sollte auch hier wieder ein gutes Match werden. Über den Sieger bin ich mir noch unschlüssig. Will man halt New Day pushen direkt wieder, weil die sind halt erst 2 Wochen wieder da, oder will man die schon gleich wieder verlieren lassen und damit die Usos stärken? Ich rechne mal mit einem uncleanen Sieg der Usos. Von wegen, ja, was könnte man bringen? Halt irgendeine Heel-Taktik, keine Ahnung. Uso, einer der Usos klatscht Xavier weg und dadurch ist einer von New Day abgelenkt und der andere von den Usos rollt ihn ein oder so ein Kram. Irgendwie sowas in die Richtung wird es geben. Und ja, damit verteidigen die Usos die Titel. Ja, ich hab's ja gesehen, also sie sind am 30. Mal zurück, also vor eine Woche davor, also nicht letzte Woche, sondern davor die Woche. Haben da lediglich eine kurze Warnung gegeben, dass sie die Titel gewonnen. Da kamen die immer wieder mit der Band raus, gerade diese Woche zum Beispiel. Hatten immer wieder Matches gehabt, die Breezango waren noch ein bisschen mit drin. Breezango mag ich ja auch, also die waren erstmal ein nicht ernstzunehmendes Tag Team, nachdem Tyler Breeze mit Nikki Bella da am Laufen hatte, dachte mir auch nur so, okay, man hat Tyler Breeze jetzt begraben. Jetzt macht man wieder ein bisschen was draus. Ist zumindest interessant, was man da bookt. Und ja, ich freue mich auch auf das Match. Das kann sehr gut werden. Kann natürlich auch schlecht werden, klar. Und du sagst, Usos gewinnen, dann tippe ich einfach mal auf New Day. Dass sie die neuen Tag Team Champions werden. Und damit das erste Tag Team? Nee, Quatsch. Das zweite Tag Team. Was beide Titel gewinnt, weil Usos waren ja die ersten, die ja den Raw mal gewonnen haben und den SmackDown Tag Team Title. Ja. Jo, so würde ich da tippen. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir nun zum nächsten Match und zwar das WWE SmackDown Women's Title Match zwischen der Championess Naomi gegen die debütierende Wrestlerin Lana, The Ravishing Russian. Das wird interessant. Wir haben ja von Lana nicht viel gesehen in Ring. Wir haben bei WrestleMania damals in der Pre-Show ein bisschen was von ihr gesehen, die drei Moves da. Und also die hat ja nicht mal einen Move gezeigt, die hat ja nur ein paar Kicks gemacht oder so. Und wir haben letzte Woche oder diese Woche bei SmackDown vielmehr den ihren Sit-Out Spinebuster da gesehen. Ja. Den Finisher, der interessant aussah, der ganz cool aussah. Bisschen doof gewählt, dass er den mit einem Kleid ausgeführt hat. Ja, das sah ein bisschen komisch aus. Ja, aber ansonsten sah der knackig aus. Ich meine, es ist Lana, natürlich sieht es knackig aus. Ja, ich bin gespannt, das ist eine große Herausforderung für Lana. Es wurde ja viel geredet, dass sie jetzt quasi den Eva Marie Push erhält oder erhalten hat. Mal gucken. Also Gimmick, also von der Ausstrahlung her kann sie was, dass sie was am Mic kann, wissen wir auch. Nur halt in Ring wird sich jetzt beweisen gegen Naomi. Mal gucken. Ich denke mal, das Match wird nicht sonderlich lang sein, weil ich glaube, Lana ist nicht so gut. Aber Lana wird, glaube ich, im Endeffekt den Titel holen. Indem sie auch irgendwie ein bisschen heelischer agiert und irgendwie Eye-Poke oder so ein Scheiß und dann zeigt sie ihren Spinebuster und dann ist durch oder sie holt Naomi, wenn sie ihren Highflying-Kram macht, irgendwie unsauber vom Seil und gibt ihr dann den Spinebuster zum Sieg, also irgendwie sowas und Lana wird neue Women's Championess. Ich glaube, darauf läuft es auch hinaus, dass Lana eventuell den Titel gewinnt. Ob es gut ist, dass sie gewinnt, das weiß ich nicht. Das muss man erstmal sehen, wie gut sie eigentlich wrestelt. Ja. Um darüber Urteil zu geben, okay, die hat es verdient, die Titel zu gewinnen, sie hat es nicht verdient. Muss ich abwarten. Kann gut werden, kann aber auch schlecht werden. Das ist eher so eine 50-50-Sache. Muss ich sagen, bei dem Match. Deswegen muss man da abwarten. Ich bin mal gespannt und ja, ich tippe mal auf Lana gewinnt. Ja, wenn sie normal WWE Champion werden kann, kann auch Lana Women's Championess werden. Was?
Ja. Ach so, hast du Jinder Mahal gesagt, ne? Wenn Jinder Mahal WWE-Champion sein kann, kann auch Lana Women's Champion sein. Dann kann Jinder Mahal auch Women's Champion werden. Ach so, nee, das habe ich anders gemeint. Egal. Auf jeden Fall, ja, Lana mal sehen. Ich bin sogar gespannt auf das Match, weil ich mich einmal frage, wie gut Lana im Ring agieren wird. Mal gucken auch, woraus es hinausläuft. Zum Money in the Bank Ladder Match dann gleich, dazu kommen wir ja gleich. Ja, gut, kommen wir doch gleich dazu. Dann komme Ja, ich. kommen wir auch gleich dazu. Auf jeden Fall. Und zwar zum Money in the Bank Ladder Match der Women's Wrestlerin. Die Participants oder die Teilnehmer sind ehemalige allererste SmackDown Women's Championess Becky Lynch, Carmella, ehemalige Raw Women's Championess Charlotte Flair, ehemalige Divas Championess Natalya und Tamina. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, worauf es dann hinauslaufen wird. Wie gesagt, ich denke, Lana wird Championess und man hat dann mehrere Möglichkeiten. Am offensichtlichsten für den Sieg des Matches wäre für mich Becky Lynch und Charlotte. Es wurde viel gerüchtet von Carmella, aber du kannst halt Carmella nicht gegen Lana stellen in einem One-on-One-Match. Das kannst du vergessen. Gut, das kannst du schon machen. Es ist die WWE. Das stimmt, Jinder Mahal ist auch WWE-Champion. Aber ich würde mir Charlotte wünschen im Hinblick auf Lana, weil Charlotte ist mit Abstand die Beste im Match. Und sie wäre halt so der perfekte Gegensatz. So halt die wirkliche Wrestlerin und halt Lana, die halt Total Diva Star oder sowas ist halt. Wie auch immer man es aufziehen will. Oder Becky Lynch passt genauso. Die Wrestlerin halt die Fighterin und dann halt auf der anderen Seite Lana, die der Superstar von Total Divas. Und ja. Also wie gesagt, ich tippe auf. Also ich glaube erstmal, das Match wird großartig oder zumindest sehr, sehr gut, weil die fünf Damen werden alles geben, um möglichst gut mit den Männern mitzuhalten. Wenn man sich aber dann die Besetzung der Männer anguckt, wird es relativ schwer. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber trotzdem, ich glaube, die geben sich richtig, richtig viel Mühe, werden auch ein paar größere Bumps zeigen. Also was weiß ich, Moonsault von der Leiter oder so eine Scheiße. Und ja, es wird ein richtig, richtig starkes Match, denke ich. Und ja, Charlotte oder Becky, ich sag mal, Charlotte gewinnt. Puh. Also ich weiß nicht. Also, das Match kann auf jeden Fall gut werden. Es werden hoffentlich schöne Spots werden. Also, ich hoffe, es wird gut. Ist immer meine Hoffnung. Weil wir hatten jetzt so oft First-Time-Women's Matches. Keine Ahnung, Iron Woman Match im Main Roster. Hell in a Cell Match. Hell in a Cell Match war gut. Aber das Iron Woman Match war zum Beispiel in der Women's Division richtig kacke. Bei Roadblock End of the Line. Haben wir ja darüber schon gesprochen, dass das Match Ja. richtig scheiße war. Und hier hoffe ich auf ein gutes Match mit schönen Spots, dass sie alles geben, sich alle umbringen gefühlt und dann zu mir kommen können. Quatsch. Auf jeden Fall. Ja, Charlotte, Becky. Ich glaube nicht, dass Charlotte gewinnt, muss ich sagen. Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde auf Becky Lynch oder Natalya tippen. Muss ich sagen. Also, ich glaube auch nicht, dass Carmella gewinnt. Wenn Carmella gewinnen sollte, dann wird Naomi verteidigen. Also, da bin ich mal gespannt, wie man es bookt. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich schließe mal Tamina und Charlotte mal aus. Also, die beiden glaube ich nicht an einem Sieg. Ich würde mich für Charlotte freuen. Aber ich glaube nicht dran, dass die WWE so bookt. Also, ich tippe eher auf Becky, Carmella und als drittes eventuell noch Natalya. Obwohl ich Natalya auch nicht unbedingt als Money in the Bank Gewinnerin sehen will. Ja. Also es wird schwierig da. Also da bin ich mal gespannt, was passieren wird. Ja. Ja, da würde ich mal sagen, sprechen wir hier in der Preview zum Co-Main Event. Und zwar, was sollen wir denn zuerst besprechen? Ja, machen wir das Beschissene zuerst. Okay. Dann sprechen wir über das WWE-Titelmatch, was wahrscheinlich der Main Event sein wird zwischen. Ich glaube es nicht, dass ich das gerade sagen werde, aber der WWE-Champion, der Maharaja Jinder Mahal gegen den Number One Contender Randy Orton. Ich hasse ihn. Also den ersten, nicht Randy Orton. Das wundert mich auch.
Ja, ich habe meine Meinung zu Jinder Mahal schon öfters ausgiebig ausgelassen. Ach, Zweimal wirklich? und zweimal wurde das Video fast gesperrt. Deshalb werde ich mich jetzt mal zurückhalten. Ja, ich habe. Jinder Mahal ist der Grund, warum ich kein Smackdown schaue. Jinder Mahal ist der Grund, warum ich höchstwahrscheinlich auch den Pay-Per-View nach dem Money in the Bank Ladder Match ausschalte. Wenn sie smart sind, packen sie das Money in the Bank Ladder Match in den Main Event. Weil dann muss ich mir die Kacke nämlich geben. Ansonsten, ich hab keinen Bock auf das Match. Also, ich habe das letzte Segment gesehen. Bei SmackDown habe ich mir tatsächlich mal angeguckt, wo er Jinder Mahal seine fucking Celebration da hatte, wo er da sich einen runtergeholt hat mit den Singh Brothers. Und dann kam Randy Ortons Musik, dann hat er die zwei Fucker vorgeschickt. Und dann hat er einen RKO kassiert. Und Randy Orton ist in der Crowd ausgemarkt. Und das war's. Also, das ist prinzipiell auch das, was ich lese in den Berichten, immer der ganze Aufbau, dass halt Jinder Mahal irgendeine Kack-Promo hält und Randy Orton kommt rein, gibt ihm einen RKO. Also. Davor war es ja immer so, dass Jinder Mahal eine Promo gehalten hat und Ja, Randy ja. Orton hat irgendwas gesagt. Also, Ja, genau. Also da war einfach. kein, das war kein richtiger Aufbau da. Er hat Also, hier, glaube ich, nicht mal ein Match oder so. Also Jinder Mahal hat, glaube ich, kein Match gehabt, seitdem er WWE-Champion ist. Also total doch, shitty. doch, gegen Mojo Rawley. Okay. 6,5. Ich weiß nicht, war da sogar noch ein WWE-Titel? Nee, nee, Quatsch, war kein Na, WWE-Titel-Match. werden ja wohl das nicht als WWE-Titel mitbringen. Er Der ist ist die WWE. Champion. Warte mal, ich guck mal gerade. Ah, Was? stimmt, ich weiß, was es war. Das war ein Match, hätte Mojo Rawley gewonnen, wäre Money in the Bank Ladder Match. Ja, davor habe ich mich schon einmal gefreut, dass Jinder Mahal gewonnen hat. Ja, Jinder Mahal ist so der, so, wenn man sich so alle Titelträger anguckt, da ist Jinder Mahal halt wirklich die absolute Reude davon. Also wirklich niemand, niemand war schlechter wie Jinder Mahal als WWE-Champion. Niemand. Also wenn ich jetzt hier, ich scroll da gerade durch die Liste durch. Big Show war Champ, der war geiler. Ja. Big Show war besser. Sheamus war besser. Sheamus war besser. Mr. McMahon war besser. Der hat wenigstens den Kacktitel nicht so lange gehalten. Ja, Jinder Mahal hat den irgendwie 49 Tage oder wie? Ne, 25. Und das sind schon 24 Tage zu viel. Vakant war besser, ja. Vakant, großartiger Champion. Ja, Psycho Sid war besser. Diesel, ja, Kevin Nash, Yokozuna war besser. Alle waren besser, ja. Obwohl ich dieses Teil nur nicht gut fand. Ja, aber Jinder Mahal ist noch schlechter. Also, ich hasse ihn. Ich hasse diesen Kerl zu so sehr. Mal gucken, vielleicht mag ich ihn irgendwann mal wieder, wenn er aus dem Title Picture raus ist, aus dem World Title Picture. Aber ansonsten brauche ich ihn einfach nicht. Er soll sich einfach verpissen, der Typ. Ich hoffe, Randy Orton gewinnt das Match. Wird er aber nicht, weil er in seiner scheiß Hometown ist und weil die kleinen Fucker wieder bei Jinder Mahal am Ring sein werden. Und Randy Orton halt irgendwie wieder ablenken werden und Jinder Mahal kann sich dann wieder einkeulen. Und weil ja der indische Markt jetzt so boomt, wenn der Champion ist, das sieht man auch an den Ratings, die sind völlig am eskalieren. Dass Jinder Mahal, weil er so ein Riesendraw ist. Man sieht auch jeden Tag die Meldungen von den WWE News-Seiten, dass die WWE 25% mehr Merchandise verkauft, weil Jinder Mahal nach Indien importiert. Und bei dir klingt das Telefon. Ja. Scheint Vince McMahon, der beschwert sich. Warte. Hallo? Ja, genau. Also es ist einfach. Ich habe mich da schon genug drüber ausgelassen. Er bringt einfach einen Scheiß. Vielleicht ist er in Indien ein Draw, aber es kann der WWE Latte sein, weil. Ja, kriegen sie halt 3 € mehr im Monat durch ihren scheiß Merchandise, aber die Ratings sind immer noch gleich scheiße. Die SmackDown-Ratings sind diese Woche wieder richtig shitty gewesen. Eben auch, weil die so einen als Champion haben. Wie waren denn die Ratings? Hier habe ich hier irgendwo was. Bla 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 bla. 2,55. 2,55. Okay, das waren. Nee, Quatsch. 2,07, genau. Das waren in diesem Jahr die schlechtesten. Wenn ich, ja, durchschnittlich in diesem Jahr das schlechteste Rating, was die bis jetzt hatten. Sehr schön für eine Money in the Bank Go Home Show, sehr gut. Jinder Mahal. Ja, for the win. Göttlicher Typ. Nee, also einfach nehmt ihm den Kacktitel ab. Ich will aber auch Randy Orton gerade nicht als Champ haben, muss ich auch ehrlich sagen. Ich liebe Randy Orton, der gehört zu meinen All-Time-Favorites, aber der ist halt momentan auch irgendwie total die Lusche. Und von mir aus kann Mahal den Kacktitel jetzt nochmal verteidigen, das ist mir Latte.
Aber dann soll er bitte bei SmackDown irgendwie nächste Woche droppen. Oder von mir aus noch am selben Abend. Wir haben jetzt den Money in the Bank Koffer. Fucking, lass irgendjemand eincashen. Beendet dieses Trauma, bitte. Bitte. Wer gewinnt? Ja, 60 Minute Time Limit Draw. 6¼ Sterne. Ja. Nee, ist mir kackegal, wer gewinnt. Weil er mein All-Time Favorite ist, gewinnt Randy Orton. Bitte. Ja, da war wieder Mischa mal leicht in Fire. Wir können nicht Bitte. sagen, das war leider kein 3.0. Das war nett. Aber ja, was kann man dazu sagen? Machen wir 2,5. Mischa so halb on fire 1.0. Mischa halb on fire. Okay, machen wir so. Mischa halb on fire. Das ist der Titel, also falls ihr euch fragt, warum der Titel so heißt, guckt euch die Ausgabe an. Nee, auf jeden Fall, ja. Jinder Mahal als Champion. Ich habe mir die ganzen Segmente angetan. Ja, ich bräuchte einen Krankenhaustermin. Nein, so krass ist auch nicht, aber ja, Jinder Mahal ist der schlechteste WWE-Champion aller Zeiten. Das stimmt, aber sein Titelrun ist einfach schlecht. Ich kann ihn immer noch nicht als WWE-Champion ernst nehmen. Er ist für mich kein würdiger Champion. Ich habe mir seine Entrance gesehen, wo ich auch gedacht habe, ja, guckt euch mal seinen super Entrance an. Ich denke mir nur so, ja, der Jobber kriegt einen guten Entrance. Das war mein Gedanke. Das war nicht mein Gedanke, jetzt kommt der WWE-Champion. Nein, der Jobber kriegt einen guten Entrance. Und dass ich einen WWE-Champion als Jobber bezeichne, da war sogar Bray Wyatts Title Run besser. Viel besser als der von Jinder Mahal. Aber gut, Jinder Mahals Champion ist schrecklich, aber er wird ihn verteidigen gegen Randy Orton, weil Randy Orton seine Hometown ist und die WWE gerne die Hometown Boys ärgert. Ich sag nur Sasha Banks, Bayley und viele weitere. Jo. Booken einfach irgendwelche blöden Wrestler. Nein, irgendwelche Hollywood-Schreiber gefühlt. Und ja. Jinder Mahal droppt ja auch so krass in Indien. Ist ja nur so, das muss ja halt Ninder sein, damit er droppt. Droppt, ja. Droppt. Aber Jinder Mahal wird gewinnen. Das Match wird wahrscheinlich nicht wieder gut sein. So wie im Backlash Main Event. Von daher. Naja. Ich will es wahrscheinlich gucken, aber gut. Wahrscheinlich werde ich die Minuten wieder haben wollen. Gut. Sprechen wir über was Positives. Hoffentlich der Main Event. Oder. Für dich eher Co-Main Event, damit du den Main Event nicht gucken musst. Das Money in the Bank Ladder Match. All year comes this match. Und zwar diesmal nur um den SmackDown-Koffer, damit halt nur um den WWE-Titel. Und die Participants, also ich sag nicht mehr auf Deutsch, die Teilnehmer sind The Phenomenal, AJ Styles, The Lone Wolf, Baron Corbin, The Show of Dolph Ziggler. The new face of America and United States Champion Kevin Owens, the Underdog from the Underground, Sami Zayn und the King of Strong Style Shinsuke Nakamura. Was mir gerade auffällt, ist, dass man sich ja die Undercard bei dem Pay-Per-View eigentlich ziemlich gefuckt hat. Also man hat ja alle sechs geilen Leute eigentlich ins Money in the Bank Ladder Match gestellt. Verwunderlich bei Kevin Owens, weil der einfach ja US-Champ ist. Also ich hätte da eher gedacht, dass der vielleicht ein Singles-Match kriegt um den Titel. Gegen Jinder Mahal. Raus. Ja, aber ansonsten der Rest, der ist zu verstehen. Mal sehen, wie Shinsuke Nakamura in einem Ladder Match agieren wird. Da Hat er bin ich überhaupt mal mal ein Ladder gespannt. Match agiert? Nö. Gut. Ja, in Japan gibt es so eine Scheiße nicht. Die anderen werden sich pudelwohl fühlen. Gut, Baron Corbin ist jetzt auch nicht unbedingt der Mann für ein Money in the Bank Ladder Match, aber Big Mans sind immer drin. Also Kane hat sich da auch immer ganz gut drin bewiesen. Von daher wird es schon klappen. Aber wie gesagt, Shinsuke ist halt absolut keiner, der irgendwie ein Gimmick, den ich in irgendwelchen Gimmick-Matches sehe. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der Fall, weil ich ihn halt noch nie in einem Gimmick-Match gesehen habe. Deshalb kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Aber gut, mal sehen, wie er agieren wird. Ja, auch das Match wird wahrscheinlich auch ziemlich lange gehen. Also wie gesagt, die Karte ist halt sehr, sehr klein mit fünf Matches. Ich meine, du kannst die Show wieder nach 2,5 Stunden enden lassen. Weil ich meine, Naomi gegen Lana wird 8 Minuten maximal kriegen.
Die Usos gegen New Day wird 12 Minuten oder so kriegen. Das Women's Money in the Bank Ladder Match auch maximal eine Viertelstunde. Jinder Mahal gegen Randy Orton eine Viertelstunde. Und dann sind wir bei knapp 1,5 Stunden. Und dann noch das Money in the Bank Ladder Match von den Männern vielleicht eine halbe Stunde. Dann sind wir bei 2 Stunden insgesamt. Also dann noch ein bisschen Fill-Time, also 2,5 Stunden könnten ganz gut hinkommen. Jo. Ja, also ich glaube, das Match wird sehr, sehr gut. Keine Frage, wird klares Match of the Night. Aus die Women's Matches toppen das. Aber das Nein. glaube ich nicht. Nee. Dafür ist einfach, Ja. dafür sind einfach die Teilnehmer zu gut. Also selbst wenn du jetzt mal die zwei abziehst, wie Baron Corbin, der ein Big Man ist und nicht der Beste für ein Ladder Match ist, und Shinsuke Nakamura, der noch nie in einem Ladder Match stand, hast du immer noch vier absolut fantastische Leute, die auch in Ladder Matches durchaus klarkommen. Und von daher allein durch Styles, Ziggler, Owens und Zayn kann das Match einfach nicht schlechter als 4 Sterne werden. Allein schon wegen AJ. Eben, also AJ beim Pay-Per-View ist mindestens mal 4,5. Nein, Spaß. Sechseinhalb. Ja, nee, da fehlt Omega. Aber ja, also ich habe richtig Bock auf das Match. Das müsste der Main Event werden. Die Frage ist halt, wer gewinnt das Match? Du könntest, also es wurde ja viel gesagt, Baron Corbin wäre irgendwie Favorit oder so. Ja. Sehe ich aber nicht so. Mein persönlicher Wunsch wäre es. Ah, schwierig. Also es ist ein Styles Tauziehen. als Kofferträger. Ja, es ist ein Tauziehen zwischen Styles und Sami Zayn als Kofferträger. Shinsuke brauche ihn nicht, finde ich. Du könntest Kevin Owens den Koffer geben, dann könntest du dem den absoluten Monster-Push geben, dann als US-Titelträger und Kofferträger und zukünftiger World Champion dann. Ziggler ist am Sack, der braucht den nicht. Also Hat ihn schon mal gewonnen? dem wird er auch nichts bringen. Und Baron Corbin, ja, Baron Corbin wird den Cover was bringen, aber ich will auch in naher Zukunft irgendwie nicht Baron Corbin im Title rennen. Aus einem ähnlichen Grund, warum ich auch nicht Jinder Mahal im Title rennen haben will, weil einfach viel zu viele andere geile Leute bei SmackDown rumlaufen. Also von daher, ich würde sagen, Zayn oder Styles. Styles würde ich mir wünschen, weil er einfach mein Liebling momentan in der WWE ist und den möchte ich möglichst weit oben auf der Card halten und das ist mit dem Titel, mit dem Covergewinn gewährleistet. Sami Zayn würde ich den einfach mal gönnen. Aber rein charakterlich so die sneaky Money in the Bank Leute, die dann halt reinkommen und dem Face dann den Titel abnehmen durch den Koffer, das ist halt eher ein Kevin Owens und ein Dolph Ziggler. Wobei man natürlich, wenn man sieht, dass Jinder Mahal Champion ist, muss er eigentlich schon Babyface den Koffer holen. Weil der Jinder Mahal den Titel abnimmt, ist instant das oberste Babyface in der ganzen Company. Der kann Brock Lesnar einpacken. Also John Cena. Stimmt. Wird dann wahrscheinlich irgendwie Shinsuke Nakamura Backstage attackiert und dann kommt John Cena ins Match. Nein, also ich weiß nicht. Gib du mal deinen Tipp ab, ich muss noch überlegen, ich habe keine Ahnung. Ja, ich freue mich auf das Match. Es sind allein AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn und Dolph Ziggler dabei. Ja. Und Shinsuke? Und Shinsuke, aber bei Shinsuke sage ich halt nur wegen dem, weil ich keine Ahnung habe, wie der ein Ladder Match worken kann. Ja. Geil wäre einfach, wenn so ein Sprung kommt und da rennt einer ins Knie rein. Das wäre auch geil. Einfach mal ein Kinshasa aus der Luft. Wäre auch nicht schlecht. Gab's bestimmt schon bei New Japan, aber kann man auch mal eine WWE zeigen. Ja, Kevin Owens und Sami Zayn haben ja schon mal Ladder Match letztes Jahr bestritten. Also die wissen, wie es geht. Und sie haben auch gegeneinander eins bestritten. Ich sag nur Final Battle 2012 von Ring of Honor. Da, wo Kevin Owens El Generico umgebracht hat. Ne, Moment. Kevin Steen El Generico umgebracht hat. Ne? War ja nicht Sami Zayn, aber. Verstehe ich nicht. Wie kannst du Kevin Steen und El Generico mit Sami Zayn und Kevin Owens verbinden? Scheiße, das war ein bisschen blöd, ne? El Generico ist ja tot. Nein, der ist in Mexiko und kümmert sich um Waisenkinder. Also Kevin Owens sagt, El Generico ist tot. Kevin Steen ist tot. Von dem hat man seitdem nichts mehr gehört. Von El Generico war eigentlich auch nichts mehr. Ja doch, kommen ab und zu mal ein paar Postkarten. Ach so, zu dir. Ja. Ja, Dolph Ziggler, der weiß auch natürlich, wie man Ladder Matches bestreitet, hat sogar eins gewonnen und hat eins Ja. der geilsten Cash-ins gehabt. Das stimmt, ja. Eines der lautesten Pops. Ja. Ein AJ Styles hat vermute ich mal bei TNA Ladder Matches bestritten. Und natürlich bei TLC hat er ein gutes Ladder Match oder ein TLC Match, wo auch Ladders im Spiel waren, gut geworkt, bis James Ellsworth das versaut hat.
Ja, Baron Corbin habe ich keine Ahnung, wie er in einem Ladder-Match worken kann. Und bei Nakamura natürlich auch nicht. Deswegen bin ich mal, wie die beiden das machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die anderen vier die gut durchziehen könnten und natürlich auch, ja, auch nachhelfen können. Also ich denke mal, das Match wird sehr, sehr gut sein. Allein schon, weil ein Styles dabei ist, der eigentlich beim Pay-Per-Views nie Scheiß-Matches hat. Sami Zayn hat eigentlich auch, ist auch ein Weltklasse-Wrestler, der es gut machen kann. Den ich ausschließe, ist Kevin Owens, weil er US-Champion ist und man wird nicht US-Champion und Money mit dem Kofferträger, außer Owens verliert den Titel schnell. Dann ja. Einen Ziggler macht für mich auch keinen Sinn, dass er ihn jetzt gewinnt. Einen Nakamura tippe ich auch nicht, weil er gerade bei SmackDown sehr, sehr gut aussah und den Koffer abgehangen hat. Glaube ich auch nicht dran, dass er gewinnt. Daher bleibt es für mich nur drei Leute und das ist einfach AJ. Obwohl ich ihn auch nicht als Kofferträger vorstellen kann. Der wird zwar ein Titelmatch nochmal kriegen und ich glaube auch den Titel nochmal gewinnen. Aber ich glaube nicht auf die Art. Deswegen tippe ich auch auf Baron Corbin oder Sami Zayn. Und AJ Styles so als Nummer 3. Also mein Wunsch wäre AJ oder Sami. Realistisch Baron Corbin, Sami Zayn und dann am Ende AJ. Also Ja. so würde ich vorgehen, weil Dolph Ziggler, jetzt WWE-Champion. Na. Kevin Nee. Owens ist US-Champion, schließe ich auch aus. Und Nakamura als Kofferträger kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, finde ich komisch. Und ich glaube, der wird noch seine Titelchance kriegen, weil er einfach so ein großer Draw ist, gefühlt. Also in Japan ist er auf jeden Fall ein großer Draw. Ja. Und ich denke mal, dadurch, dass man ihn auch so speziell schützt, ein bisschen. Würde ich schon sagen, dass er irgendwann seine Titelchance bekommt, aber nicht bei Money in the Bank. Deshalb tippe ich schon auf Corbin, Zayn und Styles. Ja, dann würde ich einfach mal Zane sagen. Okay. Auf Zayn würde ich mich auf jeden Fall freuen. Da hat er sich sowas mal verdient. Wenn er noch am gleichen Abend gegen Jinder Mahal eincasht, dann glaube ich, würde sich jeder feiern. Ja. Aber da muss man abwarten. Aber ich denke auch, das Match wird ein Match of the Night. Ich kann glaube nicht, dass irgendein Match das getoppt werden kann, weil gerade einfach die besten Leute in dem Match drin sind. Also ich vergleiche mal das andere Women's Match, was auch sehr, sehr gut sein kann, aber die sehr, sehr schwer haben gegen die sechs Leute. Weil die besten sind einfach, also Charlotte, Becky und Natalya, das sind so die guten. Tamina kann es noch etwas, aber Carmella ist gerade der Schwachpunkt. Ja. Und hier wäre halt Baron Corbin und danach Nakamura, weil er halt, ich nicht kann auch noch wieder so Matches worken kann. Aber Corbin ist ja auch noch ein guter Wrestler. Also, da würde ich nicht sagen, oh mein Gott, der kann mit Styles ein Kackmatch worken. Bei Carmella sehe ich es ein bisschen anders. Genau. Von daher, ja. Ich tippe, wie gesagt, Corbin, Zayn und Styles. Als Styles als Nummer 3, Zayn als Nummer 2 und Corbin als 1. Die anderen drei schließe ich eigentlich so ziemlich aus. Aber natürlich kann es passieren, anything can happen. In der WWE. Natürlich. Gut, dann war es das so ziemlich mit unserer Preview. Ja, ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ich werde es auf jeden Fall wieder live gucken. Das ist klar. Ich denke auch. Du auch? Ja, ich denke schon. Money in the Bank, ja, so ein heimlicher großer Pay-Per-View. Für viele auch so gefühlt Big Four. Aber ist es natürlich nicht. Und ja. Gucken kann man es natürlich auf dem WWE Network oder auf Sky Select. Beide Möglichkeiten. Und ja, hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, hören wir uns dann spätestens am Montag mit der Live-Review zu Money in the Bank oder auch Montagabend, Dienstagmorgen zur Podcast-Review zu Money in the Bank 2017 in St. Louis, Missouri. Genau. Da würde ich mal sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Ciao.